So, willkommen zurück. Wir sind hier bei Tag 2 unseres Let's Bastel-Projekts sozusagen. Wir haben ja gestern gewühlt wie die Verrückten. Wir haben leider vergessen aufzuräumen. Das müssen wir jetzt als allererstes machen. Die ganze Werkstatt ist komplett, alles ist hier komplett mit Staub überzogen. Ups, das war ein bisschen blöd. Was heute ansteht ist, die Bretter, die wir gestern vorbereitet haben, müssen wir heute hobeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit dieser doch relativ kleine Hobel vielleicht wenigstens gut hobelt. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir das jetzt zeitig hinbekommen. Denn unsere Alternative, die wir für gestern fürs Abrichten gefunden haben, hat hervorragend funktioniert. Aber wenn ich ehrlich bin, doch ein bisschen gedauert. Deswegen jetzt zuallererst einmal aufräumen und dann schauen wir mal, wie es läuft. Das heutige Video könnte so ein bisschen in einem Kontext stehen, der für euch ganz spannend ist. Denn wir haben ja hier eine Maschine. Tut mir jetzt für die Maschine und den Hersteller ein bisschen leid. Für mich übrigens auch. Für Michael tut es mir tatsächlich am meisten leid. Es ist so, sehr selten ist es so, dass die Maschine wirklich das Problem ist. Das Problem ist in dem Fall aber leider die Maschine. Und das ist etwas, was ihr ja auch ganz, ganz oft fragt. Reicht nicht so eine kleine Maschine? Nee, tut sie nicht. Das ist schon die eine Antwort und tatsächlich muss man sagen, ich kenne jetzt als kleine Maschinen diese hier und ich würde wirklich sagen, sie reicht, wenn ihr größere Massivholzteile bearbeiten wollt, einfach nicht. Wir haben gestern alle Bretter mit einer, mit der Hinterhofmethode plan gefräst. Das Problem ist, wir können nicht parallel hobeln, einfach weil die Maschine zu klein ist. Das Hobelbett ist ja noch mal deutlich kleiner als das Abrichtbrett, was gestern zum Abrichten schon zu klein war. Und das ist eigentlich wahrscheinlich fast noch das größere Problem. Eigentlich alle Teile, mal gucken, ob ihr das jetzt. Das ist natürlich scheiße. Man sieht es, der Tisch bewegt sich vor und zurück. Und Obwohl das, festgezogen ist. obwohl er Es ist festgezogen ist. festgezogen. Und das ist natürlich total scheiße, weil das führt genau zu dem Problem, was wir jetzt haben. Wir führen vorne rein, bauen Druck auf, das heißt, der Tisch kippt und am Ende kippt der Tisch wieder. Das heißt, wir hobeln eine Banane rein, die wir gestern in stundenlanger Arbeit rausgearbeitet haben. Und das ist jetzt sozusagen ganz wichtig, weil es geht nicht darum zu sagen, diese Maschine ist scheiße. Das ist zwar eine Tatsache oder beziehungsweise sie ist nicht übermäßig geeignet für große. No front, genau. Sie ist nicht übermäßig geeignet, aber was für mich interessant zu lernen ist und zu sehen ist, ich kann die Frage, die ihr mir stellt, jetzt beantworten. Macht so eine kleine Abrich-Dickenhobel-Kombination Sinn, wenn ich mit Massivholz arbeiten will? Die Antwort ist ganz klar leider nein. Weil sowas hier, ein wackelndes Tischbett beim Dickenhobel, das ist No-Go, weil dann funktioniert das System des Dickenhobels Das nicht. Ding kostet 1.000 €, was sagst du zum Preis? Das wusste ich nicht. Das ist. Das tut mir leid. Ich hab's nicht zum Glück, ich hab's nicht zum Glück nicht bezahlen müssen. Also, ich würde es für 1.000 € auf gar keinen Fall kaufen. Das wäre die ehrliche Meinung. Und wir schauen jetzt mal, dass wir eine Lösung finden. Aber nochmal für euch, und das ist die wichtige Quintessenz, die wir jetzt schon hier fassen konnten. Das ist wahrscheinlich einfach für 1.000 € ein bisschen Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Also, lieber nach was anderem gucken. So, der zweite Tag neigt sich nicht dem Ende, aber meine Zeit hier neigt sich dem Ende. Und wir haben unser Zwei-Tages-Ziel auf jeden Fall erreicht. Hier ist etwas, was dieser junge Mann dort weiter verarbeiten wird. Wir werden später noch mal ganz kurz hier über diese Maschine sprechen und das Problem, was damit zusammenhängt. Ich hau jetzt erstmal ab bei Michael, auch dazu sage ich gleich noch was, aber jetzt ist erstmal Mittagessen angesagt, denn das hat alles ganz schön gedauert. Deswegen Mittagessen, bis gleich. So, ich bin jetzt wieder in meinem Hotelzimmer, denn mein Trip ist ja noch nicht zu Ende. Meine Zeit bei oder mit Michael ist jetzt zu Ende. Wir sind bei unserem Projekt ja auch fast so weit gekommen, wie wir wollten. Und ich gehe einfach noch mal einmal kurz auf zwei Punkte ein. Der eine ist, mir war bewusst, dass so kleine Maschinen ein Problem sind. Ganz spezifisch jetzt die Abrich-Dickenhobel-Kombination.
Das Ausmaß war mir nicht bewusst. Das liegt vielleicht daran, dass ich einfach noch nie mit so einer Maschine gearbeitet habe. Auch ganz früher, als ich angefangen habe, hatten wir immer große Zimmerer- oder Tischlermaschinen. Also es ist nochmal so, es geht gar nicht darum, habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt irgendwie eine Marke zu bashen und zu sagen, die ist scheiße. Aber man muss in dem Fall wirklich sagen, diese Maschine ist aus meiner Sicht, wenn der Tisch wackelt bei Kraft, einfach nicht zu empfehlen. Und ich weiß, dass ihr ganz oft fragt, ob Maschinen in dem Bereich funktionieren, ja oder nein. Und heute, Stand heute, würde ich sagen, nein, das funktioniert nicht. Das macht auch übergangsweise keinen Sinn. Einfach weil die Frustration irgendwann sehr, sehr hoch ist. Einfach weil man merkt, ich kann mein Projekt nicht machen. Ich kann zwar ganz viel vorbereiten, aber die Maschine steht mir im Weg. Wir werden uns ein Konzept bald, denke ich mal, angucken zum Thema kleine Werkstatt. Ich habe ja schon ein Video vorproduziert, was irgendwann diese Woche kommt, wo ich genau diese Frage an euch stelle. Deswegen stelle ich sie hier jetzt noch nicht. Ich kann aber schon sagen, ich bin jetzt ziemlich überzeugt, dass die Frage, die ich euch stellen werde, ich mit Ja selber beantworte. Ich werde euch so ein Konzept für eine kleine Werkstatt mal geben, euch da helfen zu wissen, worauf muss ich eigentlich achten, welche sind wirklich die Maschinen, die ganz, ganz wichtig sind, wenn ich ganz wenig Platz habe. Das ist das eine. Das andere ist, viele haben ja sich gefreut, dass ich zu Let's Bastel fahre. Einige fanden es scheiße. Ich fand es ehrlich gesagt super. Also so viel Spaß hatte ich lange nicht mehr beim Sachen bauen. Vor allen Dingen, weil es halt so ganz, ganz anders ist, als wie ich arbeite. Wir haben eigentlich ein Problem nach dem anderen lösen müssen. Das war sehr, sehr schön. Das war sehr erfrischend. Und es hat auch einfach zwischenmenschlich sehr viel Spaß gemacht. Falls Michael dieses Video sieht, danke nochmal. Es waren schöne 2 Tage. Und ja, wir sind beide sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind eigentlich völlig anders. Das haben wir beim Drehen zusammen auch gemerkt. Aber, und das ist das, was ich jedem an die Hand mitgeben möchte, genau das ist halt spannend. Das hat das sehr, sehr interessant gemacht. Es hat Spaß gemacht. Das hat zu Witzeleien geführt. Das hat wirklich richtig viel Freude gemacht. Und was ich euch damit mitgeben möchte, ist, auch wenn jemand mal anders ist, einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist er ja trotzdem nett, auch wenn er anders ist, so wie in diesem Fall. Das war der erste oder die erste Hälfte von meinem kleinen Süddeutschland-Trip. Was ich jetzt Berliner TV mitnehmen kann und filmen kann, werden wir sehen. Auf jeden Fall war das schon mal sehr, sehr nice. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. In diesem Sinne genieße ich jetzt mein Hotelzimmer und schaue und warte, wie wohl das nächste Hotelzimmer wird. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Tschüss.